Leute werden unfair bewertet, das hast du gut erkannt. Du wirst schlecht bewertet, weil du nicht rappen kannst. Schreibst dir 420 in dein Video und drehst dir deinen Plan. Doch wirst du von Mama da erkannt, wird mit dem Gürtel zugelangt. Das gibt dir Flashbacks, zurück in deine traurige Kindheit. Gegen dein Fachen bei mir Hass, doch für dich hab ich nur Mitleid. Du denkst an deinen toten Vater, dem die Hand ausrutscht beim Messen. Dich in Frauenkleider steckte und dir Pimmel gab in deine Fresse. Raps in deinen Toaster, Mann, und filmst dich mit dem Mixer. Hab deinem Arm so hart gefickt, Mann, jetzt leiden ihre Kinder. Das schon mies, Brate, ich nenn dich Gießkane. Wär deine Mutter eine Türkin, ey, dann wäre sie vom Gießkane. Ich hab einen Favorit, aber ich sag jetzt aus Fairnessgründen noch nicht, wer es ist. Sag mal G-Scrap, dicker peilst du es nicht? Dieser Shorty, der meint doch eindeutig dich. Zweiter Beat für diesen Typ mit zwei Namen. Ey, was soll man denn über diesen Spasti bitte sagen? Alter, letzte Runde Psychonik, das Battle war schon klar. Aber diese Runde wirst du Larry eingefroren und platt gemacht. Du nennst dich besonders, ey, was hast du denn erreicht? Außer das größte Freilust in der VR3 zu sein. Dicker, frag mal rum, ob du gewinnst. Alle sagen nein, Bro, wenn ich dich hier schmeiß, check mir Molle Molly iPhone. Du bist Epicness erzeugen, sagst den Namen deines Gegners und zeigst uns dein Kredibil, wie man über Brücken gehen kann. Tiefe Lache reingepresst, das Intro ist perfekt. Doch an deiner Stelle hätte ich dann die Fresse noch verdeckt. Rasier dich bitte mal oder schneid dir deine Haare oder zieh dir ein Bandana an für die große Kartoffelnase-Crusher am Start. Dicker, ist das dein Ernst? Echte Gangster kommen mit Goldketten, du trägst Schweißperlen.